Herr Bundesminister, Sie haben gerade gesprochen beim Bundeslehrertag 2018. Wo sehen Sie momentan die größten Entwicklungspotenziale im Bereich der Schule? Ja, ich denke, dass die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Schulformen, die Durchlässigkeit, aber auch die Hilfestellung für Schüler und Schülerinnen, welche Schule ist für mich die richtige hinsichtlich der eigenen Talente und Potenziale, da sehe ich, glaube ich, viele Möglichkeiten. Wenn man so will, das Schul- und Bildungssystem holistischer, gesamtheitlicher zu betrachten, als es bisher ist. Es ist Ihnen darum so wichtig, dass dieses differenzierte Schulsystem, was wir in Österreich haben, auch beibehalten wird und ausgebaut wird, dass es viele Möglichkeiten für Schüler gibt? Richtig. Wir haben ein differenziertes Schulsystem, ein komplexes Schulsystem, aber ein Schulsystem, welches tatsächlich für jeden adäquat sein kann. Man muss sich auskennen, man muss die richtigen Bildungswege einschlagen, aber dieses differenzierte Schulsystem ist eine große Stärke letztlich des Standortes Österreich. Ein Teil davon ist ja die neue Mittelschule, da haben Sie jetzt Änderungsvorschläge gebracht in Sachen Teamteaching, wird sich angeschaut, Notenskala von 7 auf 5 wieder zurück. Sind das jetzt mal geplante Maßnahmen, die was sicher kommen werden, beziehungsweise was würde noch für Änderungspotenziale, Änderungsmöglichkeiten vorzufinden sein? Ich habe eine Diskussion angeregt über die neue Mittelschule, aber noch keine fertigen Lösungen präsentiert. Die zwei angesprochenen Beispiele, Teamteaching oder Notensystem, sind Beispiele. Man kann alles so lassen, wie man ist, wie es ist, oder man kann Dinge auch wieder verändern. Ich will gerne eine etwas umfassende Diskussion über die neue Mittelschule haben. Nicht um sie zu schwächen, sondern um deren Attraktivität zu heben. Sie haben heute angesprochen, es wird sehr viel in die Schule ausgelagert. Schule hat sehr viele Verantwortungsbereiche. Ist es der Schule noch möglich, all diesen Verantwortungsbereichen, was ihnen zukommen soll, dass es überhaupt noch zu stemmen ist? Oder braucht es da mehr Ressourcen oder braucht es da einen anderen Zugang? Schule hat heute sehr viel an Sozialisationsarbeit für die Gesellschaft zu erbringen. Sehr viel mehr, als es früher der Fall war. Die Schule braucht Ressourcen, aber das ist schwierig zu realisieren, immer in Zeiten, wo es knappe Budgets gibt und die Budgets in der öffentlichen Hand sind immer knapp. Ich glaube, es braucht ein bisschen mehr Realismus, was man von der Schule abverlangen kann. Und man braucht auch die Verpflichtung und Bereitschaft der Eltern, an dieser Sozialisationsarbeit teilzuhaben. Das ist wichtig. Die Schule alleine kann es in Zukunft sicherlich nicht machen. Schule wird ja für viele Eltern immer komplexer. Es gibt immer mehr Testungen, es gibt mehr Schulformen, es gibt eigene Schulzweige, es gibt die Notenskala. Müsste Schule wieder etwas mehr an Klarheit gewinnen, an mehr, dass auch Außenstehende, ohne einen Doktortitel zu haben, sage ich mal, sich da mit dem System gut auskennen? Also, wenn Vereinfachungen möglich sind, dann sollte man sie machen. Aber ich habe vorhin betont, unser differenziertes Schulsystem ist ein Wert für sich, weil es eben für die einzelnen Talente der Schüler und Schülerinnen maßgeschneidert sein kann. Aber Vereinfachung in der Komplexität, auch in der sogenannten Governance-Struktur, nichts dagegen, wenn wir auf gute und leichte Maßnahmen kommen. Im Vortrag gesagt, wir haben ein gutes Bildungssystem. Was ist gut, was sollte so bleiben? Vielleicht einmal einen positiven Abschluss, weil ja die Schule oftmals schlecht geredet wird. Wie schaut unser Bildungssystem momentan aus? Ich habe in meinem Vortrag auch gesagt, dass wir nicht unzufrieden sein sollen. Qualifizierte Schüler und Schülerinnen, die das System verlassen, haben eine geringere Arbeitslosigkeit. Sie tragen zum Wohlstand des Landes bei. Und dass heute Österreich zu einem der reichsten Länder Europas und der Welt zählt, etwas, was, wenn Sie so wollen, am Beginn der Zweiten Republik noch vollkommen undenkbar war, ist auch ein Zeichen dafür, dass wir ein gutes Schulsystem haben. Danke sehr. Dankeschön.